Hallo, mein Name ist Matthias von TV-Fi und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Heute möchten wir einmal mit euch zusammen die aktuellen Löwe-Geräte vergleichen. Dazu haben wir drei Geräte dabei. Einmal den Löwe Bild V hinter mir, den Löwe Bild I und hier vor mir, ganz brandaktuell, den Löwe Stellar. Den Vergleich machen wir Mitte Juli 2024 und mit den zu dieser Zeit verfügbaren Softwareständen, sodass ich im Laufe der Zeit das eine oder andere ändern kann. Wenn ihr euch ganz sicher sein wollt, dass eure Informationen korrekt sind, dann sprecht vor einem Kauf auf jeden Fall mit dem Fachhändler eures Vertrauens. Was erwartet euch jetzt also in diesem Video? Zunächst gehen wir einmal auf die drei Serien ein. Schauen, was haben die so gemeinsam und was unterscheidet sie. Und zuletzt überlegen wir dann, für wen welches Gerät aktuell möglicherweise am besten passt. Zunächst starten wir einmal mit dem Bild V, den ihr hinter mir seht. Der Bild V ist die letzte Entwicklungsstufe der Chassis-Serie SL5 und kommt aus der klassischen linearen TV-Welt. Das heißt, das Gerät hat ganz klar seine Stärken im normalen Fernsehbereich. Es hat einen eingebauten Triple-Twin-Tuner. Das bedeutet, man kann sowohl Kabelfernsehen, Satellitenfernsehen als auch terrestrisches Fernsehen schauen und parallel dazu Sendungen auch aufzeichnen. Das Gerät gibt es in verschiedenen Farboptionen aktuell noch. Und das ist von der Smart-Seite her im Wesentlichen ausgestattet mit den Mediatheken, YouTube, Amazon Prime und der ein oder anderen kleineren weiteren App. Als zweites Gerät haben wir da drüben den Bild I. Der Bild I ist etwas modularer aufgebaut, das heißt der Lautsprecher, der bei dem Gerät angeschlossen ist, der ist optional. Auch das Gerät hat einen Triple-Tuner eingebaut, allerdings nur für einen Kanal, will also heißen, man kann bei dem Gerät nicht aufzeichnen und was anderes schauen. Dafür hat das Gerät deutlich mehr Apps an Bord, will also heißen, im Streaming-Bereich, Netflix, Amazon Prime und wie sie alle heißen, da hat das Gerät seine Stärken, es ist also deutlich internetlastiger, wenn man so will. Chassis-Generation SL7 ist es dann im Löwe-Universum. Und das neueste Produkt aus dem Hause Löwe ist dann der Stellar. Der Stellar kommt erstmal auch in der Größe 42 Zoll als OLED. Das gab es bisher bei Löwe nicht. Und die weitere Besonderheit ist, dass bei dem Gerät auch das Panel zum Teil in Kronach mitgefertigt wird oder zusammengefügt wird. Und das bedeutet eben auch, dass man hier so Designelemente einarbeiten kann, wie den Alurahmen oder auch eine besondere Rückwand. Die anderen Geräte sind alle schwarz. Der hier hat eine helle Rückwand in Betonoptik. Des Weiteren hat auch der hier einen Lautsprecher, der nach vorne abstrahlt. Und er hat, anders wie die anderen, ein sogenanntes Welcome Light. Das ist eine kleine Leuchtleiste, die sich unterhalb des Gerätes befindet. Neben den deutlich unterschiedlichen Äußeren im Vergleich zu den anderen beiden Geräten soll im Inneren quasi eine Art Verschmelzung stattgefunden haben zwischen denen, die wir hier sehen. Will also heißen, er soll die Smart-Eigenschaften vom Bild I mitbringen und sogar noch ein paar mehr. Und er soll gleichzeitig aber auch die linearen Fähigkeiten von dem Löwe-Bild V erben. Das heißt, das Gerät hat jetzt auch wieder einen Triple-Twin-Tuner. Wir können ein Programm aufzeichnen und parallel weitere Programme schauen. Bei jedem Empfangsweg, also Kabel, Satellit und auch terrestrischem Fernsehen. Wir haben eine eingebaute SSD-Festplatte, also in dem Fall keine klassische, normale Festplatte mehr wie bei dem Bild V, sondern eine flüsterleise Solid-State-Festplatte. Will also heißen, wir haben keine Laufgeräusche mehr oder sonstiges. Auch softwareseitig ist der Löwe Stellar etwas Besonderes, denn er kommt mit dem Tizen OS Betriebssystem daher. Was bedeutet das im Klartext? Im Klartext bedeutet das, dass dieser Löwe
eine Software bekommen hat, die in der Zusammenarbeit mit Samsung entwickelt wurde und für die Löwe-Bedürfnisse angepasst wurde. Im Fernsehmarkt geschieht aktuell so ein bisschen eine Konsolidierung. Das bedeutet, dass die großen Hersteller und Softwareanbieter den etwas kleineren Herstellern ihre Software zur Verfügung stellen und die dann für die kleineren Hersteller angepasst wird. Das passiert aktuell bei Löwe, genauso wie auch bei Panasonic zum Beispiel, die das Fire TV-Betriebssystem benutzen. Vorteil ist, man hat die Möglichkeit, viel, viel mehr Apps anzubieten und verspricht auch künftig, dort zum Beispiel Dinge wie Apple TV, Magenta und so weiter mit an Bord zu haben. Und man muss nicht mehr klein-klein mit den ganzen Herstellern und Anbietern individuelle Sachen aushandeln und gegebenenfalls auch einprogrammieren. Nachteil ist, man merkt schon deutlich, wo der Fernseher herkommt. Also schon bei der Erstinstallation oder auch im Menü findet man mehr als nur kleine Parallelen zu einem Samsung-Fernseher mit entsprechendem Betriebssystem. So, die drei Fernseher kommen auch mit drei unterschiedlichen Fernbedienungen. Wir haben zum einen die klassische Löwe Assist Fernbedienung. Die Fernbedienung existiert schon seit Jahren, wenn nicht sogar seit Jahrzehnten in genau diesem Format und ist speziell für lineares Fernsehen optimiert. Will also heißen, man hat Direktwahltasten für Festplattenfunktionen. Die Fernbedienung ist auf das Wesentliche reduziert und gleichzeitig aber sehr intuitiv und gut zu bedienen, gerade für jemanden, der einen Löwe-Fernseher schon besitzt, sei es ein Bild 7, ein Bild 3, ein Löwe Art, ein Connect, ein Individual und wie sie alle heißen. Diese ganzen Serien haben mit dieser Fernbedienung gearbeitet und die Tastenbelegung und die Funktion hat sich wirklich immer nur um Nuancen verändert, sodass man sich gleich in der Löwe-Welt auch zurechtfindet. Mit dem Löwe Bild i hat auch eine Veränderung bei der Löwe Assist Fernbedienung Einzug gehalten. Und zwar haben wir jetzt erstmal Tasten für Netflix und Co. Das ist eine Herstellervorgabe bzw. eine App-Herstellervorgabe. Da kommen wir dann nicht mehr drum herum. Das hat man, sage ich mal, als Gelegenheit genommen, die Fernbedienung komplett zu überarbeiten und entsprechend etwas zu modernisieren. Beim Löwe Stellar wiederum kommt eine Weiterentwicklung von dieser Fernbedienung zum Tragen, weil nicht alles war perfekt gelöst und so hat man einige Änderungen vorgenommen, zum Beispiel eben die Netflix-Tasten und so weiter. Da kann man jetzt wesentlich präziser die ansteuern und man hat nicht mehr das Problem, dass manchmal bei normalen Bewegungen die eine oder andere Taste möglicherweise im Weg war, sodass es auch hier eine Evolution in den Fernbedienungen gab. Zusätzlich ist es auch so, dass bei dem Stellar das erste Mal auch standardmäßig eine Mini-Fernbedienung dabei sein wird, die dann noch mehr die Apps und den App-Bildschirm in der Bedienung erleichtern soll. Welcher Fernseher ist denn jetzt also der richtige? Wie gesagt, Stand Juli 2024. Bei dem sind noch nicht alle Apps da, die versprochen worden sind. Wir gehen jetzt mal davon aus, die Versprechungen werden eingehalten. Also wenn ich jetzt jemand bin, der sehr internetaffin ist und der sagt, naja, lineares Fernsehen, das nutze ich schon immer mal wieder gerne, aber ich bin auch viel online unterwegs und möchte da auch, sag ich mal, in meiner Apple-Welt alles nahtlos integriert nutzen, dann ist mit Sicherheit der Stellar keine falsche Wahl, sofern dann auch eben entsprechend die App-Unterstützung kommt. Man könnte also sagen, softwareseitig ist der Stellar der zukunftssichere, weil er das größte Betriebssystem benutzt und dadurch theoretisch zumindest in der Zukunft eine längere Unterstützung für den Fernseher möglich ist. Wenn man jetzt sagt, von der App-Seite her sind mir große Anbieter wie jetzt Apple TV oder Magenta und so weiter nicht ganz so wichtig. Ich hätte aber schon gern mein Netflix nativ integriert in dem Fernseher, hätte auch gern die Möglichkeit, den Fernseher, sage ich mal, ein bisschen individuell zu gestalten, sei es jetzt mit oder ohne Lautsprecher, dann ist der Bild i aus unserer Sicht eine ganz clevere Lösung, ist preislich nicht ganz auf dem Niveau von dem Stellar und man kann quasi sich so ein bisschen aussuchen, was man braucht und den so bestücken, wie man das für richtig hält.
Wenn man in der klassischen linearen TV-Welt unterwegs ist und man sagt, naja, also vielleicht will ich mal eine Mediathek aufrufen, aber alles andere ist mir eigentlich egal, dann würden wir am ehesten zum Bild V raten. Auch wenn in der Theorie der Stellar eine ähnliche Eigenschaft hat mit dem Doppel-Triple-Tuner, mit dem eingebauten Festplattengerät und so weiter, so ist es doch, gerade im Vergleich mit den Fernbedienungen und auch mit der Menüführung, ist es so, dass der klassische lineare Fernsehen bei dem Bild V intuitiver und angenehmer aus unserer Sicht zu bedienen ist. Vom Bildeindruck her, und da jetzt bitte nicht das Bild hier vor voll nehmen, was ihr gerade seht, ist es so, dass aus unserer Sicht jetzt die Unterschiede im Alltag nicht dramatisch sind. Also da werden mich jetzt natürlich die ein oder anderen Experten zurückpfeifen. Aber gerade auch für den Otto-Normalverbraucher, der vielleicht mal einen Film streamt oder irgendwie einen Tatort schaut, werden die Bildunterschiede nicht weltend sein. Ja, in der Theorie gibt es da Nuancen und gerade auch die größeren Geräte, also alles über 42 Zoll bei dem Stellar, die haben auch nochmal ein deutlich besseres Panel bekommen. Ob das in der Praxis beim Einzelnen zum Tragen kommt, würde ich am ehesten empfehlen, schaut euch mal ein echtes Live-Bild im Geschäft eures Vertrauens an, um so einen direkten Vergleich zu haben. Jetzt noch so ein bisschen als kleines Fazit für die Löwe-Fans oder die langen Löwe-Nutzer unter euch. Der Löwe Stellar soll sich ja quasi einreihen in eine lange Serie von Premium-exklusiven Geräten wie eben den Bild 7, wie den Löwe-Referenz, wie den Individual, angefangen damals mit dem Masterpiece. Das waren alles Highlight-Geräte, die am oberen Ende der Skala, sage ich mal, angesiedelt waren und entsprechend zu ihrer jeweiligen damaligen Zeit auch technologisch führend waren. Gerade vom Design her, da merkt man schon, dass da gerade viele alte Löwe-Tugenden berücksichtigt worden sind. Auf den ersten Blick und von Weitem sieht er fast schon aus wie ein Referenz mit dem Alu-Rahmen, dem kantigen Design und dem Standfuß. Also diejenigen unter euch, die vielleicht mal eine Referenz ihr eigen genannt haben oder noch nennen, die werden den Stellar mit Sicherheit mögen. Zumal auch hier wieder das erste Mal die Möglichkeit besteht, so etwas wie ein Designelement in oder rund um den Fernseher zu bringen. Wenn also auch da so ein bisschen die Design-Exklusivität und das Besondere im Fokus liegt, jetzt unabhängig von der Technik, die eingebaut ist, dann findet ihr hier mit dem Löwe-Fernseher mit Sicherheit einen echt schicken Fernseher, der seinesgleichen sucht. Seid ihr so unterwegs, dass ihr Heavy-User im Festplattenbereich seid, also sprich DR+, das ist euer Ein und Alles, das benutzt ihr seit Jahr und Tag. Vielleicht sogar streamt ihr in eurem Haus von einer Festplatte zur anderen Festplatte und so weiter und wollt diese ganzen Funktionen vollumfänglich nutzen, dann wäre meine aktuelle Empfehlung, sich einen von den Bild V eventuell noch zu sichern, weil der wirklich am klassischsten vom Löwe-Betriebssystem daherkommt. Ihr werdet euch also komplett sofort zurechtfinden. Auch wenn ihr sagt, ich habe jetzt einen alten Löwe-Fernseher, einen Xelos, einen Connect, vielleicht noch einen alten Individual, einen Art, einen Bild 1, Bild 3, wie sie alle heißen und wollt jetzt nochmal modernisieren, aber seid euch nicht ganz sicher, in welche Richtung, dann wäre meine Empfehlung, je klassischer und linearer ihr unterwegs seid, desto eher wäre meine Tendenz Richtung Bild V. Je internetaffiner, je medienaffiner ihr unterwegs seid, desto eher Bild I oder auch der Stellar. Wichtig ist auch beim Bild V, ihr seid technologisch nicht abgehängt. Ich sag mal ganz ehrlich, wahrscheinlich in 10, 15 Jahren wird auch die Software beim Bild I oder beim Stellar irgendwann zu alt sein, um die modernsten Apps bereitstellen zu können. Und dann kann man immer mit einem kleinen Computerstick, sage ich mal, ob Magenta TV Stick, ob Google Stick, ob Fire TV Stick, ob Vipo Stick und wie sie alle heißen, den Fernseher softwareseitig modernisieren und darüber die ganze App-Steuerung gewährleisten. Teilweise sogar so gut in die normale Fernbedienung integriert, dass man keine zweite Fernbedienung braucht und fast gar nicht merkt, dass da zwei Geräte am Arbeiten sind.
Will also heißen, auch mit dem klassischen Oldie in Anführungszeichen seid ihr technologisch nicht komplett auf der Sandbank, sondern wenn es mal so weit ist, dass es gebraucht wird, kann man den auch für 40, 50, 100 Euro modernisieren. Grundsätzlich, und das wäre meine Empfehlung ohnehin, wenn ihr euch für so ein Premium-Luxusgerät interessiert, dann bitte auf jeden Fall sich die Geräte vorher mal anschauen, zum Fachhändler des Vertrauens mal fahren und sich wirklich die Funktionen mal angucken, mal das Look and Feel anschauen, mal mit der Fernbedienung spielen, mal in der Software ein bisschen arbeiten und mal schauen, komme ich damit eher klar? Ist es was für mich? Ist es nichts für mich? Liegt mir das oder liegt es mir gar nicht? Schlussendlich soll so ein Gerät nämlich ja auch einige Jahre bei euch zu Hause stehen. Von daher wäre es aus unserer Sicht fatal, wenn man da einen vorschnellen Fehlkauf tätigt. In diesem Sinne, kommt gerne auch mal bei uns vorbei. Wir haben die Geräte bei uns in der Ausstellung. Da kann sie jeder auch mal ausprobieren und mal testen. Ansonsten viel Spaß mit eurem Löwe-Gerät und bis bald. Tschüss!